Ich will noch ein Wort dazu ergänzen. Weil manche Leute, und so bin ich auch 20 Jahre aufgewachsen, ich dachte, also Gottesdienst, das muss was Trauriges, was Andächtiges sein. Da darf sich keiner bewegen, schon gar nicht lachen. Ja, das ist ganz gefährlich. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das scheint so, als wenn unser Gott ein Interesse daran hat, dass Menschen fröhlich sind. Noch ein anderes. Nach dem Motto, wir dürfen jetzt nicht politisch werden. Wer sagt denn das? Gott interessiert sich für die ganze Welt. Und jetzt lese ich euch mal ein Zitat von Jesus. Könnte man denken, das hat er heute zu unserer Zeit gesprochen. Er sagt über die Machthaber seiner Zeit in Matthäus 23, sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihren Fingern bewegen. Ich habe 7 Kinder. Wie viel hat Angela Merkel nochmal? Hey, die sollen 6 bis 8 Stunden eine Maske tragen? Dazu hat Gott etwas zu sagen. Er sagt, lasst diese Kinder in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Die sind gesund und fröhlich. Und ihr werdet jeder Einzelne Rechenschaft abgeben müssen. Und ich sage es ernst. Jeder einzelne Schulleiter macht sich mitschuldig. Ist leider so. Ich soll ein bisschen ruhiger werden. Ich lese. Ich sage das deshalb, weil das ist wirklich ein Missverständnis. Johannes der Täufer und Jesus haben Unrecht in ihrer Zeit angesprochen. Und das ist eine zutiefst geistliche Sache. Das ist meine Überzeugung. Deshalb stehe ich hier. Der Größte aber unter euch soll aller Diener sein. Wer sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Das ist das Geheimnis, Demut. Und dass wir alle Brüder sind. Ich freue mich unwahrscheinlich, heute hier sein zu dürfen. Normalerweise singe ich ja nur auf der Bühne. Deswegen fällt es mir gerade auch so ein bisschen schwer zu reden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir heute alle hier sind und dass wir auch alle ein bisschen zum Nachdenken und zum Fühlen kommen. Wie der Pfarrer Fliege gesagt hat, uns fehlt allen ein bisschen Selbstvertrauen in dieser Zeit. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass egal, ob ihr nun an Corona glaubt oder nicht, ob ihr Angst habt vor der Krankheit oder den Maßnahmen und deren Auswirkungen, ich möchte, dass ihr wisst, dass wir am Ende alle dasselbe Ziel verfolgen. Und das ist, gesund und frei, aber vor allem wieder in Normalität zu leben. Ich finde, wir denken sowieso viel zu wenig darüber nach, was uns eigentlich verbindet und viel zu viel darüber, was uns spaltet. Wir kategorisieren viel zu viel in unserem Leben. Ich verstehe auf jeden Fall jeden Standpunkt und jede Angst. Ich verstehe, dass ihr Angst vor der Krankheit habt. Angst davor, andere Menschen anzustecken und ein Leben lang mit der Schuld leben zu müssen. Auch Angst, eure Liebsten zu verlieren. Verstehe ich. Geht mir auch so. Aber ich verstehe auch die Angst vor der Zukunft. Die Angst, die besagt, wir werden auch krank durch die Maßnahmen und durch die Angst. Weil unsere Psyche das nicht mehr verarbeiten kann und nicht mehr packt. Die Angst um die eigene Freiheit und die Selbstbestimmtheit. Die Lösung liegt meiner Meinung nach irgendwo in der Quersumme. Also irgendwo zwischen all den Meinungen, die jeder von uns für sich individuell hat. Es gibt in dem Ganzen quasi kein richtig und kein falsch. Es gibt auch kein dies oder jenes. Kein rot oder grün, kein schwarz oder weiß. Es gibt nur ein Bund und dieses Bund sind wir alle, jeder einzelne von uns, wie wir hier stehen. Die Lösung für uns liegt also quasi ziemlich nah. Es braucht ganz viele Meinungen, ganz viele Aspekte und Sichtweisen, damit wir zu einer Lösung kommen. Die Welt, in der wir uns aktuell befinden, wo Lachen, Tanzen, Singen, sich treffen und umarmen, Dinge, die der Seele gut tun und wichtig sind, plötzlich falsch erscheinen. Wo wir in jedem Menschen, der uns entgegenkommt,
jemanden erkennen, der dafür verantwortlich sein könnte, dass unsere Liebsten wegsterben. Diese Welt, unsere Welt, sie ist ziemlich düster geworden. Auch weil wir verlernt haben, an uns selbst zu glauben und in uns selbst zu vertrauen. An das Göttliche in jedem von uns. Wisst ihr, was meine Haupttätigkeit als Gesangslehrerin ist? Nicht, wie man annehmen könnte, nur die Gesangstechnik. Nein, ich arbeite mit meinen Schülern an ihrem Selbstvertrauen, denn meistens liegt da das Problem. Es liegt nicht an den Tönen, nicht an den Techniken. Es liegt am Selbstvertrauen, am Mut selbst. Denn jeder kann, wenn er möchte. Und in einer Welt, wo wir auch leider dazu erzogen werden, dass wir nie genügen, dadurch, dass es immer wieder neue Normen und Anforderungen gibt, da fehlt es ein bisschen an Selbstvertrauen. Das ist auch ein Grund, warum viele Menschen mich immer wieder fragen, du bist selbstständig, wie funktioniert das? Kann man davon leben? Weil ich tue, was ich liebe. Aber es ist nicht weniger Arbeit, es ist eigentlich genauso harte Arbeit wie jede andere Arbeit auch. Mit dem feinen Unterschied, dass ich an das glaube, dass ich tue und das gerne mache. Ich möchte, dass wir uns allen wieder uns selbst bewusst werden, weil das auch dazu beiträgt, dass es uns psychisch gut geht, unserer Seele gut geht. Denn geht es unserer Seele gut, dann geht es auch unserer Physis, unserem Körper gut. Aus dem Grund bin ich auch Musiker geworden und aus dem Grund habe ich jetzt auch Anfang September meine eigene EP im Studio aufgenommen, was mir sehr wichtig war, weil es Motivation und Kraft in die Welt tragen soll. Ich möchte einfach ein bisschen Licht in die Welt aussenden, weil ich finde, davon hat es ein bisschen wenig jetzt in der aktuellen Zeit. Auch wo viele Künstler verstummen und viele Künstler gar nicht mehr wissen, ob sie überhaupt noch auf eine Bühne jemals wieder kommen können. Ich bin da als Künstler, wenn Kinder geboren werden und getauft. Die Liebe zweier zueinander beteuert. Und letztendlich auch dann, wenn Menschen in eine andere Welt verabschiedet werden. Ich bin da, wenn Trost gesucht wird, wenn es Menschen nicht gut geht. Und ich bin da, wenn wir die schönsten Momente unseres Lebens feiern. Das ist ein Musiker. Dieses Jahr gibt man uns allerdings das Gefühl, dass dem nicht so sei, indem man uns einfach in der Versenkung hängen lässt, indem man uns einfach nicht hilft. Ja, dieses Jahr war leider alles anders. Und ich möchte ehrlich sein, meine gesamte Existenz brach urplötzlich zusammen. Seitdem Corona ausgebrochen ist. Seitdem drehe ich mich quasi täglich mehrfach um meine eigene Achse, um zu sehen, wo kann es denn hingehen, dass ich mich selbst noch entfalten kann, aber noch irgendwie überleben kann. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir psychisch nicht massiv zugesetzt hätte, wie vielen anderen auch. Das Tragische ist, dass die Gesellschaft der Auffassung ist, dass uns tatsächlich auch geholfen würde, aber das passiert leider nicht. Wäre Jesus damals in seinem Beruf des Zimmermanns geblieben, wäre der Welt viel Liebe und Lehre ums Menschsein entgangen. Würde ich meinen Beruf, meine Berufung ablegen, dann würde es in dieser Welt wesentlich düsterer aussehen. Und ich wünsche mir von meiner Branche, dass sie endlich mal Gesicht zeigt, dass sie endlich wieder auf die Bühnen geht. Dass sie endlich wieder für Gefühl sorgt, für Licht. Das wäre notwendig, wie viele Musiker vor meiner Zeit. Denn Hymnen hat es immer schon gebraucht in schwierigen Zeiten, um die Menschen zu motivieren und anzutreiben. Und genau das versuche ich mit meiner eigenen Musik. Nichtsdestotrotz hatte Corona auch was Gutes. Denn ich habe einen Durchblick dafür entwickeln können, worauf es im Leben eigentlich ankommt. Denn es kommt nicht auf Materielles an. Es kommt nicht darauf an, was du hast, was du weißt oder was du denkst zu sein. Es kommt nur auf dich an. Das ist das, was ich mit Selbstvertrauen meine.
Und ich lebe auch nicht nur für mich und ich möchte an der Stelle auch sagen, dass es mir mittlerweile eigentlich egal geworden ist, ob ich überlebe oder nicht. Ich stehe hier heute auf dieser Bühne, weil ich möchte, dass jeder einzelne von euch wieder an sich glaubt. Ich möchte, dass ihr nicht an die Spaltung denkt, nicht an das, was uns unterscheidet, nicht an das, woran jeder Einzelne für sich glaubt, was er meint, für eine Meinung zu besitzen. Wir sollten an das glauben, was uns vereint. Das, was wir sind und dass wir alle wieder ein Leben in Normalität und in Zufriedenheit möchten. In Sicherheit. Und alles, was darüber hinausgeht, möchte ich der Kunst und Kultur zugutekommen lassen, Hilfe bieten, die die Politik uns leider aktuell nicht zugesteht. Schaut nicht mit dem Verstand, hört und fühlt mit euren Herzen. Wenn wir heute ein bisschen denunziert werden, der Bayerische Rundfunk hat sich an mir da ja auch schon ganz schön abgearbeitet, im Vergleich zu dem, was Sophie Scholl und anderen mutigen Menschen widerfahren ist. Und vor diesen Menschen der Geschichte, große Vorbilder, möchte ich mich zu Beginn einfach in tiefer Demut verneigen. Danke. Und ich möchte dieser tiefen Demut auch in Richtung Markus Söder gerne auf die Reise schicken, denn dort scheint sie ja wirklich auch vonnöten zu sein, dass auch im Haus der Staatsregierung wieder Demut und Menschlichkeit Einzug hält. Das wünsche ich mir sehr. Ich möchte euch jetzt noch eine Geschichte von meiner Schwiegermutter erzählen, mit 81 Jahren. Sie war in Mainz in einem alten Wohnheim, in einer eigenen Wohnung. Sie hat alles machen können, sich selbst versorgt, selbst verpflegt und dann kam Corona und sie hätte das nicht überlebt. Ihre Tochter, meine Frau, durfte sie nicht mehr besuchen und wir haben es daher entschieden, meine Schwiegermutter zu uns zu holen. Und ja, die Familie kommt zusammen. Und ihr Name ist Maria, sie kommt aus dem Bayerischen Wald ursprünglich. Und sie hat zu mir Folgendes gesagt: Erich, ich danke dir von Herzen, denn mir ist es egal, von was ich sterbe. Aber ich möchte nicht einsam sterben und ich möchte nicht verhungern. Macht einfach eure Herzen auf, auch in der Familie. Lasst euch dort nicht weiter spalten. Und schaut euch die Themen an, die es bisher vielleicht geschafft haben. Und lasst uns mutig sein in diesen Zeiten, denn nur wenn wir als eine Menschheitsfamilie mutig zueinander stehen, offenen Herzens, dann können wir die Wende zum Guten schaffen, dann kann es gelingen, aber eben nur gemeinsam. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Ich danke euch von Herzen. Seid mutig. Danke, München. Ich möchte euch bitten, euch als Brüder und Schwestern zu verhalten. Und deswegen ist es im Augenblick schwierig zu hören, Söder muss weg. Das kann ich verstehen. Das ist ein Ausdruck von Verzweiflung und Wut. Aber in einem Gottesdienst hat das nichts verloren. Trotzdem danke ich euch für eure Ehrlichkeit. Amen, Halleluja. Ihr seht es vielleicht an meinem Gesicht und an meiner Haltung, dass ich ja auch die ruhigen Klänge natürlich in mir habe. Und ich will auch gar nicht so viel sagen, außer vielleicht, dass ich mir wünschen würde, wenn ich mehr sage, sagt ihr Liebe und das so laut, weil der Platz ist voll und soll jeder hören. Und es muss ein Zeichen sein heute. Wir sind viel, viel mehr und dafür brauchen wir euch wieder. Deswegen macht mal das Licht an. Ihr kennt das alle, das ist ein wunderbares Zeichen. Seht die ganzen Kerzen. Wenn ihr keine Kerze dabei habt, dann nehmt das Handy, dass wir hier die Theresienwiese zum Leuchten bringen. Boah. Unglaublich. Wir lassen einfach jetzt Alice Best Friend spielen. Das sind unglaubliche Bilder, wenn ihr es von ihr sehen könntet. Danke, dass ihr gekommen seid, München, und auch alle, die es hier gemacht haben, diese Organisation. Und auch danke an die Polizei, dass wir hier zusammenarbeiten können, diesen Gottesdienst. Danke. Lasst die Bilder bitte stehen. Alice Best Friend. Vielen Dank.